Hallo zusammen. Hallo. Wir grüßen aus unserem Hotelzimmer im Albatros Palace Resort. Ein Hotel der Peak Albatros Kette, die es hier in Hurghada jede Menge gibt, ganz zahlreich und alles, glaube ich, relativ große und schöne Hotels. Ja, ist eine gute Reihe. Das Hotel an sich ist auch riesengroß. Wir befinden uns hier in Zimmer 3332, dass ihr mal eine Vorstellung habt, wie viele Zimmer es hier hat. Ja, hier in dem Hotel selbst, da habt ihr erstmal, wenn ihr reinkommt, eine schöne große Lobby. Da befinden sich die üblichen kleinen Geschäfte. Unterhalb gibt es auch eine Apotheke, für viele hier ganz wichtig. Es gibt einen Bankautomaten, da könnt ihr ein bisschen Geld wechseln oder auch Geld abheben. Und genau, das Geld wechseln zum Beispiel auch ohne, dass ihr eure Karte einführen müsst oder so. Ja. Also wer da so ein bisschen Bedenken hat, kein Problem, einfach anklicken, wechseln, Schein rein und die ägyptischen Pfund kommen raus. Ja, war ganz easy, ne? Wir hatten halt nur Euros dabei, konnten wir jetzt einfach mal ein bisschen was tauschen. Ist ja hier auch wichtig, ne? Dass man einheimisches Geld dabei hat. Ansonsten habt ihr hier diverse Restaurants. Lass uns mal über die Restaurants reden. Ja. Was gibt's denn hier alles? Also wir haben erstmal das große Hauptrestaurant, das sich in der, in der unteren Ebene befindet, quasi auf Poolhöhe, sage ich mal so. Genau, da gibt es alle Mahlzeiten. Frühstück, Mittag, Abend. Als Hauptrestaurant hat immer auf. Ansonsten gibt es oben noch die Skybar, das Sky-Restaurant. Da fanden wir es jetzt sehr knuffig zu sitzen. Dort machen sie nur Frühstück und Abendessen, kein Mittagessen. Die Auswahl ist ein bisschen kleiner, ne, als unten im Hauptrestaurant. Aber da auch leicht abweichend. Also genau. Das ist auch das Schöne, selbst wenn man bei den großen Restaurants ein bisschen hin und her switcht, hat man oben und unten unterschiedliches Essen. Das heißt, wenn man unten nichts findet, kann man oben nochmal schauen. Ja, das war immer ganz praktisch. Wir sind immer so eine Runde gelaufen, haben immer geschaut, was gibt's denn heute überall, und dann konnte man sich was aussuchen. Dann gab es unten in der Ebene, wo das Hauptrestaurant ist, nicht wahr, es ist ja noch immer da, gibt es noch einen kleinen Grill. Da wurde abends Hühnchen und so Fleischspieße oder auch mal was anderes gegrillt. Es gibt einen Asiaten. Genau, der ist auch quasi ohne Reservierung nutzbar. Genau, da gibt's sogar Sushi. Gut, das ist jetzt ein bisschen anders, das Sushi, als wir das zu Hause kennen. War aber jetzt gar nicht so übel, ich habe es mal probiert. Ansonsten asiatische Sachen, Tandoori-Sachen. Du mochtest das Brot. Brot wurde gebacken dort. Immer. Das war immer sehr lecker. Ja, das waren eigentlich so die Hauptrestaurants. Es gibt noch Restaurants, bei denen man reservieren muss. Du sagtest, es ist ein Italiener, ne? Genau, ein Fischrestaurant und Tangine heißt es. Das sind orientalische Spezialitäten. Da können wir euch jetzt nichts drüber sagen. Wir haben das nicht genutzt, weil die Hauptrestaurants, die haben uns eigentlich gereicht. Und es gibt noch unten am Strand eine Snackbar. Genau. Die habe ich noch vergessen. Da waren wir eigentlich auch nie, weil wir waren dreimal am Tag essen. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wann ich noch in die Snackbar hätte gehen sollen, um noch was zu essen. Aber die gibt es auch. Da gibt es so Nudeln, Burger, Pommes. Den ganzen Tag. Genau. Zu den Restaurants. Es gibt immer einen klimatisierten Innenbereich und einen Bereich quasi auf Terrasse. Was sehr schön ist, weil man es sich halt raussuchen kann. Wir saßen jetzt eigentlich immer nur auf der Terrasse. Ich meine, wem die Wärme stört, der muss halt reingehen. Ist kein Problem. Würde ich allerdings dann auch empfehlen, wenn man drinnen essen will, macht es oben, weil es einfach vom Ambiente ein bisschen schöner ist als im Hauptrestaurant. Unten, das hat so den Charme einer Bahnhofshalle und so klingt es auch. Deshalb, wer drinnen klimatisiert essen will, am besten nach oben. Ja, das stimmt. Was ich noch sagen wollte, oben im Sky-Restaurant, da gibt es noch einen kleinen abgetrennten Bereich, so einen Lounge-Bereich. Da gibt es noch eine Shisha-Bar. Wo man sich dann abends, ich meine abends ab 8:30 macht das auf und da kann man sich dann eine Shisha bestellen, kann sich da schön hinsetzen, kann so eine schöne Shisha rauchen, das habe ich auch einmal gemacht. Fand ich toll, war schön da oben, war nice zu sitzen, ne? Ja. Hat man auch so einen schönen Ausblick dann auf die Poollandschaft, die ja sehr schön ist, schön beleuchtet, ne? Von da oben, ja. Wirklich ein schöner Ausblick. Ja, was hat's denn hier noch? Es gibt natürlich hier noch diverse
Bars und Cafés, auch hier unten das Columbus Café und die Oriental Bar. Da kann man abends dann auch noch sitzen, was trinken, spielen. Je nachdem, wie man es haben möchte. Oriental Bar ist zum Beispiel nicht Raucherbereich. Das heißt, wenn man da drin sitzt, wird man nicht zugeraucht. Es gibt noch, würde ich jetzt mal sagen, so den großen Bereich. Da hängen auch große Leinwände bzw. ja. Flatscreens, wo hier abends immer Fußball läuft. So, wen das interessiert, Wir waren viele, die da saßen. Also Fußball wurde hier gerne geguckt, es sind viele Deutsche hier im Hotel. Das lief eigentlich auch hauptsächlich Bundesliga. Genau, also da waren immer viele dabei, die dann hier Cocktails abends getrunken haben und schön Fußball dabei geguckt. Ja, wem es so gefällt, ne? Ansonsten gibt es hier natürlich einen Kinderclub mit einem Spielplatz dabei, nebendran. Es gibt einen Arzt hier, also einen Klinik-Doktor-Bereich. Wenn jemand irgendwelche Wehwehchen hat, kann man da hingehen. Und es gibt einen Spa-Bereich, ganz wichtig, Spa-Bereich. Sieht von außen wunderschön aus, haben wir aber auch nicht genutzt. Nein. Ne? Diesmal also hatte ich keine Massage, kann ich also nichts darüber sagen, was da so ist. Aber ich habe gehört, es gibt da wohl auch Friseur, Fußpflege, Massage. Also alles Mögliche. Jo, das waren mal so die ersten Infos zum Hotel. Wie machen wir weiter? Oh, wir können ja, wo wir gerade so schön in unserem Zimmer sitzen, auch ein bisschen über das Zimmer quatschen. Also es gibt natürlich unterschiedliche Kategorien an Zimmern. Es gibt Zimmer mit Meerblick, die sind relativ, also die mit direktem Meerblick, relativ selten, weil das Hotel halt so angelegt ist, dass der direkte Blick zum Meer quasi nur von so ein paar Zimmern aus ist. Mit seitlichem Meerblick gibt es dann jede Menge. Das sind quasi fast alle, die auch zum Pool gerichtet sind. Das heißt, die Poolzimmer haben im Grunde genommen alle seitlichen Meerblick. Das ist schön. Ja. Wir haben Gartenblick. Das heißt, wir schauen im Grunde genommen auf den Poolbereich unseres Nachbarhotels. Genau, hier ist unser Nachbarhotel, ist das Beach Albatros. Gehört zur gleichen Kette. Man darf wohl auch die Rutschen drüben mit benutzen, haben wir jetzt aber auch gar nicht gemacht. Ich wusste jetzt gar nicht so genau, wie man da jetzt rüberkommt. Wir schauen direkt auf den Rutschenbereich von dem Nachbarhotel. Für uns okay, wir sind aber auch keine Balkonsitzer, also wir sind nur zum Pennen hier im Zimmer. Richtig. Ansonsten sind wir ja die ganze Zeit draußen, deshalb nehmen wir immer das günstigste Zimmer. Aber wer jetzt Wert drauf legt, Poolblick oder Meerblick, natürlich gar kein Problem, ne? Genau. Wir haben es gerade gesagt, beziehungsweise Angie, wir haben legen halt nicht so Wert drauf, deshalb günstigstes Zimmer. Alles, was wir jetzt über das Zimmer sagen, kann natürlich auch dem geschuldet sein, dass es eine günstige Kategorie an Zimmer ist. Und zwar das Zimmer selbst ist jetzt, sage ich mal, vom Zustand nicht mehr in Bestform. Es ist alles schon ein bisschen abgewohnt und abgelebt. Was uns jetzt allerdings per se erstmal nicht stört. Was uns ein bisschen mehr gestört hat, ist, man sieht so ein bisschen, wir haben kein Doppelbett, sondern wir haben zwei getrennte Betten, die durch einen Nachttisch getrennt sind. Und wenn man halt irgendwie da was drauflegen will, was man in der Nacht auflädt, hat man auch keine Möglichkeit, den wegzuziehen und die Betten zusammenzuschieben. War ja auch unser Gedanke, haben wir dann halt nicht gemacht. Ne? Genau. Das heißt, das ist das, was uns so ein bisschen gestört hat. Aber also, Doppelbett wäre schon schön gewesen. Ja. Also das war jetzt so ein bisschen, man schläft halt dann doch immer getrennt. Oder man muss sich halt in ein Bett quetschen, aber das wird dann halt ein bisschen eng. Ja. Ne? Ansonsten, auch zum Thema ein bisschen abgewohnt. Angie wollte den Wasserkocher nutzen. Der funktioniert nicht, beziehungsweise tropft auch unten raus. Also tropft unten in die... Ein elektrischer Wasserkocher. Die Heizspirale. Ja, habe ich deshalb nicht genutzt. Ein bisschen schade. Habe ich aber auch mich nicht drüber beschwert. Ich habe dann einfach gesagt, komm, dann... Man braucht es nicht effektiv. So. Ja. Dann, wir haben einen Safe im Zimmer. Man kann sagen, es ist ein Safe to go. Es ist so ein kleiner Safe, der nicht festgemacht ist. Das heißt, wenn jetzt jemand sich nicht die Mühe machen will, den hier zu knacken, dann nimmt er ihn einfach mit. Wenn er zugehen würde. Wenn er zugehen würde, dann halt das ist das Zweite, dass er nicht schließt. Es war ganz am Anfang auch jemand vom Personal da, der hat gesagt, okay, funktioniert nicht, ist in einer halben Stunde geklärt. Wir sind jetzt 10 Tage hier, es ist nicht geklärt, aber es ist auch nicht. Haben wir aber auch nicht mehr, haben wir auch nicht mehr verfolgt. Genau, war uns dann auch nicht so wichtig, ging dann halt auch anders. Genau. Ne?
Es gibt im Zimmer USB-Steckdosen. Das heißt, wenn man Handy laden will oder so, eigentlich ganz praktisch. Wir waren eine Nacht in einem anderen Zimmer, da hat das auch super funktioniert. Hier in dem Zimmer funktionieren die Steckdosen leider auch nicht. Ja, was mich so am meisten gefuchst hat nach dem Duschen am Abend, wir haben hier einen Föhn im Zimmer, im Bad. Der funktionierte immer nur so eine Minute und dann hat er sich wegen Überhitzung direkt abgeschaltet. Und naja, jetzt guck mal, ich habe viele Haare. Eine Minute reicht jetzt nicht, um mein Haar zu föhnen. War jetzt auch nicht dramatisch, weil die Temperaturen sind natürlich hoch. Ich habe es dann halt einfach feucht gelassen und ist dann an der Luft getrocknet. Aber ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, sag ich mal, wenn dein Föhn halt nicht mal 5 Minuten funktioniert. Ne? Ja. Also das ist jetzt so... Was uns hier jetzt so im Zimmer aufgefallen ist, ansonsten... Ihr habt einen Kühlschrank. Ja. Und der wird täglich bestückt mit frischem Wasser, also stillem Wasser und mit Softdrinks. Pepsi oder 7-Up, da kommen so Literflaschen rein. Fanden wir auch ganz okay. Ja. Ja. Kann man immer gut gebrauchen. Und wie gesagt, das stille Wasser braucht ihr auf dem Zimmer sowieso, weil zum Zähneputzen und so, ich würde das Leitungswasser halt hier jetzt nicht... Ja, wir haben es zum Zähneputzen genommen. Genau. Ja, das war jetzt so ein bisschen was über das Zimmer. Dann gehen wir einfach mal weiter und erzählen euch was über die wunderschöne Poollandschaft. Ja. Die wirklich wunderschön. Die ist wirklich toll. Deswegen, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann hier für dieses Hotel entschieden habe, weil die einfach traumhaft schön ist und ist sie auch, muss man sagen. Die Wassertiefe hat uns erst so ein bisschen irritiert, weil wir sind ja tiefere Pools gewöhnt. Die tiefste Stelle hier ist 1,30 Meter genau. In einem Bereich. Ansonsten hast du hier eine Wassertiefe von 1,10 Meter. Genau. Das heißt, du kannst also auch easy going da einfach so durchlaufen. Dann haben die zwischen den einzelnen Pools sind so kleine Mauern im Wasser Mäuerchen eingezogen, so als Segmente gezogen. Und es gibt so einen Bereich, der quasi sowieso Strand so leicht abfallend ins Wasser reingeht. Ganz zum Reinlaufen, ne? Ja, zum Reinlaufen. Genau, wie so ein Strand. Oder halt, falls man wirklich kleine Kinder hat und mit denen da irgendwie im Wasser sitzen will und planschen, dann ist es da natürlich angenehmer. Wir haben im Poolbereich außerhalb auch diverse Bars, wo man sich was zu trinken holen kann, aber es gibt auch eine ganz spezielle Poolbar, die sich quasi vom Wasser aus... Genau, man kann im Wasser quasi um diese Poolbar sitzen. Man kann auch von innen rein in die Poolbar. Die Poolbar war schwer begehrt. Also wir waren kein einziges Mal in der Poolbar. Die macht, glaube ich, um 10 Uhr auf und um 17 Uhr meine ich zu. Und die ist immer rappelvoll. Und ich habe das Gefühl, da sitzen auch von morgens bis abends die gleichen Leute. Die bewegen sich da einfach nicht weg. Ja, das ist so Poolbar. Poolbar. Also. Prinzipiell eine coole Sache. Was uns da natürlich so ein bisschen auch gestoßen ist, ist, dass an der Poolbar geraucht wird. Und ich weiß nicht, wie viel von dem Zeug dann alles im Pool landet. Aber okay, dafür sind aber natürlich dann auch die Mäuerchen, die die Poolbereiche abtrennen, auch nochmal gut, weil da kann nicht alles überall hingeschwemmt werden. Ja. Also kann ja immer mal ein Unfall passieren, dir fällt so ein Aschenbecher in den Pool, ne? Das fanden wir jetzt nicht ganz so geil, ne? Aber gut, das mag jeder so machen, wie er das möchte. Ansonsten gibt es noch einen sehr schönen Kinderpool mit so kleinen Rutschen und mit so einem Eimer, der sich füllt. So ganz viel Wasser gedöns und genau, der ist direkt neben dem Spielplatz. Genau. Der hat auch zum Teil ein Sonnensegel, zum Teil halt nicht, aber ich sag mal, am Tag sind die Kinder, denke ich mal, meistens im Wasser. Genau, und ansonsten gibt es im hinteren Bereich noch kleine Whirlpools. Dieser hintere Poolbereich, der wird wohl im Winter auch beheizt. Also da kann man dann auch im Winter schwimmen. Im Moment ist der natürlich nicht beheizt. Ne? Wasserball kann man hier noch spielen. Die haben so ein Netz gespannt. Ne? Ja, Wasserball. Und, es gibt auch so Wasserballtore. Also ja. Gibt's auch. Ansonsten, Animation ist hier natürlich auch. Gerade im Poolbereich. Aber auch andere
Aktivitäten kann man machen. Es gibt hier ein Schachspiel, also mit diesen großen Schachfiguren. Es gibt Buhl, es gibt Dartspielen, es gibt Tischtennis. Wassergymnastik. Ja, und gerade so bei Buhl und Tischtennis ist es tatsächlich so, dass die Schläger und Bälle beim Tischtennis bzw. die Bälle beim Buhl auch den ganzen Tag zugänglich sind. Das heißt, wenn du hingehst und hast gerade Lust zu spielen, tu es. Spiele, genau. Buhl. Der Buhl-Bereich ist unten am Strand, womit wir eine super Überleitung haben zum unserem Strandbereich. Der Strandbereich selbst ist jetzt eigentlich von der Größe in Ordnung. Ne? Ja, sehr viele Liegeplätze, alle mit Schirm. Sollte für jeden was dabei sein. Genau. Es gibt immer die normalen Liegen und es gibt hier auch nochmal diese Daybeds. Ja, da gibt es relativ viele unten am Strand. Und am Pool. Und am Pool gibt es auch welche. Es gibt natürlich auch einen Windschutz, ist unten am Strand immer dabei, weil es doch recht windig ist hier an manchen Tagen. Dann hat es unten am Strand auch nochmal extra eine Bar, genau, wo du deine Getränke holen kannst. Das heißt, du musst nicht extra ganz nach vorne laufen, kannst dir unten deine Getränke holen. Ach, das haben wir noch vergessen. Es gibt übrigens noch im Poolbereich auch noch so eine kleine Station, wo du dir mittags Crepe holen kannst und so Gebäck. Und Softeis. Ne? Und ja. Softeis, sowas. Das gibt es natürlich auch. Der Zugang zum Meer, das ist leider so, dass ihr nicht vom Strand aus direkt ins Meer rein könnt, sondern ihr müsst über einen ganz, ganz langen Steg erstmal gehen und von dort aus ins Wasser gehen, weil vorne ist das Wasser sehr, sehr flach. Genau, es ist knietief und zwar bis zum Stegende eigentlich knietief. Und das auch nur zu bestimmten Zeiten, denn hier gibt es tatsächlich ein bisschen Ebbe und Flut. Das heißt, wenn ihr manchmal an den Strand kommt, habt ihr vorne quasi nur Watt. Ja. Ich nenne es jetzt einfach Watt. Ich ja, weiß nicht, ob das schon, hier auch Watt heißt. Schon komisch, ne? Und dann erst ab vorne gibt es Wasser. Ja. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, da ins Wasser zu gehen, weil da sind halt Steine und auch teilweise kleine Korallen. Das heißt, wenn man da drüber latscht, ja, die halt wollen, pfeifen einen da auch raus. Die wollen nicht, dass man da dann hintergeht. Ist auch abgesperrt mit einem Netz, dass man nicht ganz durchlaufen kann. Also man muss schon über den Steg. Ja. Und wenn man über den Steg ins Wasser geht, gibt es halt diverse Treppen, die einen da runterführen. Man hat einen abgesperrten Bereich im Wasser, bei dem auch alle, ja, wie viel wird das sein? Alle 10 Meter oder so, ist ein Schwimmreif quasi im Wasser befestigt. Das heißt, selbst wenn jetzt jemand sagt, so, ich bin nicht so ein sicherer Schwimmer oder ich möchte mich gerne mal irgendwo festhalten können, ist überhaupt kein Problem. Da schwimmen überall verankerte Schwimmringe, kann man sich festhalten. Genau. Wenn man bis zur Kante des abgetrennten Bereichs schwimmt, kommt man auch zu kleinen Hausriffen. Also jetzt nichts spektakulär Großes, aber es sind halt kleine natürliche Riffe, bei denen auch eine erstaunliche Vielfalt an Fischen unterwegs ist. War ich selber überrascht, sah sehr schön aus, also lohnt sich auf jeden Fall. Und direkt hinter den kleinen Riffen ist dann quasi auch ein Trennnetz, was natürlich auch so ein bisschen Schutz bieten soll vor Fischen, die da vielleicht nicht rein sollen. Also große Fische. Ich glaube, so nah kommen die auch gar nicht. Aber ja, das war eigentlich das, was man schon so zum Strand sagen kann. Man kann jetzt nicht klassisch so auf dem Steg liegen. Da sind nur so ein paar Sitzplätze, ne, wo man sich hinsetzen kann. Ist jetzt nicht so, dass da Liegen stehen. Wie jetzt zum Beispiel in der Türkei ist es ja ganz oft, dass du auf dem Steg auch liegen kannst, so, ne? Als so ein Bereich. Das ist hier nicht. Also es ist ein Reitersteg zum Schwimmen und sich zu setzen. Genau. Und wenn man vom Steg runterkommt wieder, sind auch nochmal Frischwasserduschen, um quasi das Wasser abzuspülen. Ja gut, das braucht es ja auch. Jo. Womit wir eigentlich so bei den Pros und Kontras sind und das Ganze dann mal abschließen, genau, weil wir reden schon wieder viel zu lange und viel zu viel, ja, glaube ich. Die Pros und Kontras, muss man natürlich sagen, das ist alles unsere persönlichen. Genau. Also ihr habt gemerkt, wir haben im Zimmer relativ viel gesagt, wo wir nicht zufrieden waren. Aber es war immer so, dass wir nicht so unzufrieden waren, dass wir deshalb irgendwo hinlaufen und uns beschweren. Weil man nimmt es dann halt als gegeben hin.
weil... Das hat uns halt einfach nicht gestört. Nein. Das war jetzt nicht wichtig für uns. Und dann haben wir mal 10 Grad sein lassen. Das war jetzt für uns okay. Hätten sich vielleicht jetzt andere drüber beschwert, aber kommt jetzt nicht in unsere Kontras rein, weil wir haben das ja jetzt so hingenommen. Wir hätten uns ja auch einfach kümmern können, dass das ausgetauscht wird. Haben wir nicht gemacht. So, wir fangen mit den Kontras an, weil man soll ja immer mit positiven Sachen ändern. Und es gibt eigentlich gar nicht so viele Kontras. Nein, Kontras, ein Punkt, der dir aufgefallen ist, im Außenbereich gibt es relativ wenig Toiletten. Also, das stimmt. Ich glaube, mir selber sind 2 aufgefallen. Einmal auf der rechten Seite vom Hotel aus gesehen, relativ mittig im Klinikbereich. Und einmal bei der Snackbar in der Nähe, ne? Ja, aber in der Nähe ist relativ. Dieses Hotel ist wahnsinnig groß, wenn ihr hier das seht. Also die Wege zum nächsten WC oder Sanitäranlage sind einfach viel zu lang. Da müsste es viel mehr einzelne Stationen geben, wo man dann auch mal schnell hin kann. Also man läuft immer ein ganzes Stück, bis man zur nächsten Toilette kommt. Finde ich persönlich einfach viel zu wenig. Da müsste es mehr geben, einfach weil das Hotel so groß ist. Mehr Anlaufmöglichkeiten, die Menge der Gäste. Gut, nächstes Kontra. Was wir nicht gut fanden, als wir angekommen sind, an unserem ersten Tag, wann sind wir angekommen? Ich glaube so um 8:30 Uhr am Abend, konnten wir nicht direkt in das Zimmer, was wir jetzt gebucht hatten, sondern da sagten sie zu uns, ja, ihr müsst jetzt eine Nacht in ein Familienzimmer. Kostenloses Upgrade. Genau, wir sollen das als kostenloses Upgrade sehen. Ich hatte gefragt, können wir nicht direkt in unser Zimmer? Nee, wir sollen es als kostenloses Upgrade sehen. Und da waren wir dann auch in einem Zimmer ganz am Ende des Hotels, in einem Familienzimmer mit einem Blick auf einen Parkplatz irgendwie raus. Also fanden wir überhaupt nicht schön. Gut, war jetzt nur für eine Nacht. Das Problem ist jetzt nicht unbedingt das Zimmer gewesen, aber die Zeit, die dir am nächsten Tag dann verloren geht, weil du kannst halt nochmal dich kümmern, umziehen, du kannst dich nicht ausbreiten, das ist halt alles ein bisschen nervig. Das heißt dann, ihr kommt um 1, dann könnt ihr umziehen, dann waren wir um 1 da, da war das Zimmer noch nicht fertig, dann wollten wir ins Zimmer aber zurück, um unsere Sachen schon mal wenigstens zusammenzuklauen zum Umziehen. Kamen wir nicht mehr ins Zimmer rein. Weil die Karte schon haben sie uns unsere Karte schon gesperrt, konnten wir die Tür nicht mehr öffnen. Also wieder zurück. Wir sind 10 Kilometer am ersten Tag gelaufen, dass ihr euch mal vorstellen könnt, was das für Wege sind. Immer vor und zurück. Die Rezeption ist natürlich am ganz anderen Ende, da wo wir gewohnt haben. Letztendlich konnten wir dann umziehen in unser Zimmer, wo wir jetzt sind. Und seitdem ist alles gut. Aber das ist so... Das ist so verlorene Urlaubszeit. Ja, und was wir halt im Gespräch mit anderen mitbekommen haben, wir waren nicht die Einzigen. Richtig. Es ist halt hier scheinbar gang und gäbe, dass du am ersten Tag irgendwo eingequartiert wirst und am nächsten Tag schauen sie, wo sie sich dann fest unterbringen. Ja, das halt fand ich nicht so super, weil man hat einen langen Weg und man möchte eigentlich gerne ankommen und sich ausbreiten und wird da so ein bisschen zwischengeparkt. Also das fanden wir jetzt nicht so geil. Genau. So, was haben wir noch? Als Kontra haben wir noch das WLAN. Und zwar, das WLAN ist hier mäßig. Ah. Es ist besser als in dem letzten Hotel, wo wir waren, in Ägypten, ne? Das immer als Standard gesetzt. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, man fliegt ständig raus, am Pool kommt man teilweise gar nicht rein. Im Zimmer funktioniert es eigentlich am besten. Das muss man sagen, wenn man im Zimmer ist, kann man sich eigentlich immer einwählen. Ich bleibe auch über Nacht drin, also da funktioniert es problemlos. Aber sobald man sich hier halt ein bisschen bewegt und quasi die WLAN-Bereiche wechselt, fliegt man raus, muss sich wieder neu anwählen. Manchmal funktioniert es dann nicht, dann muss man sich quasi wieder ganz ausloggen und nochmal einwählen. Es ist ein bisschen nervig. Das ist könnte halt besser sein, aber... Das ist ein bekanntes Problem in solchen Hotels. Viele haben ja hier auch so eine SIM-Karte, die sie sich direkt am Flughafen kaufen. Dann hast du das Problem natürlich nicht. Willst du super WLAN, kauf dir eine SIM-Karte. War uns jetzt auch nicht so wichtig. Uns reicht es jetzt so, was vom Hotel ist. Gut, dann kommen wir auch schon zu den Pros. Zu den Pros, ja. Ganz großes Pro. Das beste Pro ever. Ist auch das erste Mal, dass ich das überhaupt in irgendeinem Hotel vielleicht auch bewusst registriert habe, sind die Red Flags, also die Do Not Disturb Fahnen, die man sich hier ausleihen kann. Und zwar ist das eine rote Fahne, die man
am Sonnenschirm befestigt, steht drauf Do Not Disturb und hält alle Verkäufer von dir fern. Genau. Also alle, die egal, hier rumlaufen, oder irgendwelche Ausflüge, Touren, Friseuren, Spa-Bereich. Ab 10 Uhr tigern hier massenweise Leute rum, die Fotograf, ja, die natürlich alle was verkaufen wollen. Und wenn du diese rote Flagge dran hast, dann lassen die dich einfach in Ruhe. Das heißt einfach, diese Leute möchten nicht angesprochen werden und ihre Ruhe. Und es hat super funktioniert. Das funktioniert super, solange man am Platz ist. Ich wünsche mir quasi noch eine rote Mütze, wenn ich unterwegs bin, weil wenn man mal aufsteht und wohin muss. Aber wirst du auch angequatscht. Erwischen die dich. Die erwischen dich immer. Ist halt hier so. Aber die rote Flagge, ich sag's euch, die ist hier, die ist dafür hätte ich sogar noch was bezahlt. Wirklich, die war super hier. Das nächste Pro ist, wenn man am Pool liegt, es kommt ziemlich regelmäßig ein Mitarbeiter mit einem Getränkewagen vorbei, ja, und bringt einem frische Getränke, kalte Getränke, das ist super, direkt an die Liege. Das mega. Das ist perfekt. Der arme Kerl schwitzt zwar immer wie Hulle, aber er macht fleißig seine Runden. Also das fand ich auch super. Ja. Was haben wir noch? Lass mich gucken. Ja, die Animation ist recht unaufdringlich. No, die sind zwar da, ist so eine Truppe, die machen auch immer ein bisschen was am Pool und kommen auch immer mal vorbei und sagen so Hallo. Aber ich muss sagen, da hatten wir jetzt überhaupt keine Probleme mit. Wir machen zwar nie groß irgendwas mit, aber die waren jetzt völlig in Ordnung, ne? Genau. Muss man sagen. Nächstes Pro, was sich natürlich auch an die Animation anschließt. Viele hier von den Mitarbeitern sprechen Deutsch. Das heißt, mag auch ein bisschen der Zeit jetzt geschuldet sein, dass sich alle wieder auf Deutsch umgestellt haben. Aber im Grunde genommen ist das Hotel momentan in deutscher Hand. Animationen, Ansagen finden statt in hauptsächlich Deutsch, Englisch, Russisch. Gibt es alles drei, aber die meistgesprochene Sprache im Moment Deutsch. Ist Deutsch, ja, sehr angenehm. Sind auch, also wenn du dich so mal umhörst, so, es sind, glaube ich, bestimmt 80% Deutsche oder deutschsprachig, sag ich mal. Es sind auch Österreicher oder Schweizer, ja, hier. Aber wenn man sich so umhört, sprechen die Deutsch. Was, genau, ich jetzt erstmal ganz angenehm finde, muss ich sagen. Und das komplette Personal, mit dem kann man quasi in Deutsch agieren, ohne Probleme, genau, zu bekommen. Das Personal hier ist auch, also da sind wir jetzt hier so bei der Anlage, es wird hier überall ständig geputzt. Also du siehst hier ständig Leute rumlaufen, die Wege wischen, die Gärtner sind hier den ganzen Tag am Rasenmähen. Gestern wurden die Palmen geschnitten, die wurden ausgeputzt wohl für den Winter. Es wird ständig auf den Gängen gewischt, geschaut, dass nirgendwo irgendein Müll rumliegt. Also da sind die schwer hinterher, dass hier alles sauber bleibt. Und das finde ich als Deutsche jetzt prima, muss ich sagen, dass hier nirgendwo irgendein Müll rumliegt. Da wird sehr drauf geachtet, finde ich super. Genau. Damit schließen wir im Grunde schon. Wie man merkt, also alles in allem sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Urlaub. Ja. Hat uns, ja, sehr viel Freude gemacht, hier zu sein. Man darf, auch wenn wir natürlich in so einem Video immer Kontras und natürlich viele Sachen erwähnen, die uns nicht so toll gefallen haben, muss man sagen, dass alles in allem uns der Urlaub super gefallen hat. Ja. Wir hatten eine super schöne Zeit hier. Und von allen Sachen, die uns nicht gefallen haben, war kein Punkt dabei, wo ich sage, der stört mich so sehr, dass ich da jetzt hinterher bin und irgendjemandem nachlaufen muss, um mich zu beschweren. Ich nehme das hin, es ist so, man ist in einem anderen Land, es gelten andere Standards und wir hatten eine super Zeit. Genau, es ist ja auch immer persönlich. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist das unsere ganz persönliche Meinung. Jeder muss sich dazu seine eigene Meinung bilden. Jeder hat ja andere Ansprüche, was verschiedene Sachen angeht. Deshalb, ja, habt ihr jetzt mal unsere Meinung gehört. Wenn euch das gefallen hat hier, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch unsere anderen Videos anschaut. Wir haben schöne Ausflüge gemacht, ja, ihr Lieben. Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch vielleicht einen schönen Urlaub. Bis dahin in Ägypten. Tschüss. Tschüss.